Ja, wir stehen hier auf der Bühne der Alten Füllerei, sind positiv gestimmt, weil wir heute unsere neuen Etiketten unseren Gästen, unseren Kunden vorgestellt haben. Und Herr Ebers, ich glaube, das war eine gelungene Veranstaltung, oder? Ja, also die Kunden haben bis jetzt durchweg positiv reagiert. Das, was wir damit erreichen wollen, haben wir im ersten Schritt geschafft. Unsere Etiketten können jetzt klar unsere Dachmarke zeigen. Sie zeigen klar die Philosophie, die in unserer Brauerei drinsteckt. Genuss, Qualität, das können wir zeigen durch unsere Genusszeile, die klare Farbgebung und auch das Slow Brewing Siegel. Aber lieber Herr André, dazu sagen Sie besser was. Ja, gutes Stichwort, Slow Brewing. Wir stehen ja auch als Brauerei, als Distelhäuser Brauerei in einer langen Tradition, wo vor allen Dingen Qualität für uns ein oberstes Gebot ist. Und das Slow Brewing, die Slow Brewing Mitgliedschaft einer sehr jungen Vereinigung hier, die sich ausschließlich die Qualität, das Zeitnehmen für Brauen, schonende Brauen mit naturreinen Rohstoffen auf die Fahnen geschrieben hat hier. Wir sind da Mitglied und das findet sich auch auf unseren Etiketten zukünftig wieder. Das Slow Brewing Siegel steht für das Brauen mit Genuss und mit Langsamkeit, ohne Druck. Wir grenzen uns dadurch auch ab gegenüber der industriellen Massenbierproduktion hier und das ist auch Ausdruck unserer allgemeinen Qualitätsphilosophie. Ja, dem ist wenig hinzuzufügen. Ausdruck dessen findet man in unserer Sortenvielfalt und auch in der neuen Genusszeile, die den Charakter der Biere beschreibt. Ein Pilz wird halt zum Beispiel mit 4 von 5 Hopfendolden beschrieben als herbfrisch. Das Hefeweizen kriegt sein Bananenaroma klar gekennzeichnet. Letztlich hat der Verbraucher jetzt die Chance, mit der geschlossenen Flasche in der Hand den Geschmack des Bieres schon auf der Zunge zu haben. Ja, und das ist natürlich auch vorteilhaft, wenn es darum geht, hier das richtige Bier zur richtigen Speise auszuwählen hier. Da ist die Genusszeile natürlich eine wertvolle Hilfe, wenn es beispielsweise darum geht, hier wie hier ein schönes Roastbeef hier zu einem schönen Kellerbier hier auszuwählen, genauso wie ein Weißbier zu einem cremig weichen Allgäuer Weichkäse und so on. Und so hat man also viele Möglichkeiten hier auch nach und nach Genuss und Bier miteinander zu kombinieren und neue Welten, neue Genusswelten auch zu erschließen.